Daniel hat schon ein gutes Vorwort gemacht und ich freue mich auch sehr, dass wir das als Familie machen, denn hier kommt da schon ein Kerngedanke von Gott her durch. Er ist ja unser Vater und er will eigentlich uns alle wie eine Familie versammeln. Und ihm ist kein Problem, dass ein Teil der Familie jetzt getrennt ist von diesem Raum zu Hause, ihr das Livestream sehen und hören könnt. Aber durch seinen Heiligen Geist sind wir als eine große Familie versammelt. Und er will uns einfach als ein Vater, aus seinen Reichtümern, uns als Familie viel weitergeben. Natürlich ist Theorie und Bibellesen vielleicht nicht jedermanns Sache. Viele sind Praktiker und haben andere Zugangswege. Manche haben Visionen und Träume. Andere machen das über Lobpreis und Musik vor allen Dingen. Aber diese vielen Elemente sind alle bei Gott zusammen. Und heute gehen wir mal auf den Akzent des Wortes Gottes ein. Denn der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, sagt der Apostel Paulus. Also sind wir hier an der Stelle richtig. Seit Frühjahr haben wir uns ein paar Mal zum Bibelseminar versammelt unter dem Gesamtthema Israel und die Gemeinde Jesu. Und es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und ich habe dann gedacht, und Weisheit ist die Mutter von Wiederholen und Lernen. Deshalb möchte ich als erstes ein paar Punkte, die wir schon behandelt haben, natürlich immer abends in Seminarweise, kurz in Erinnerung bringen. Und wenn da jemand was interessiert, kann er da auch noch was sich verstärkt danach holen und einholen. Wir haben das Material noch da. Ich möchte beginnen mit einem wichtigen Wort des Apostel Paulus aus dem Römerbrief. Dort hat er im Kapitel 9 bis 11 dieses Verhältnis zwischen den Heiden und den Juden und viele einzelne Elemente ausführlichst bearbeitet. Und es wird auch hier im Livestream mitgegeben. Ich möchte es einfach trotzdem mal noch mal vorlesen. Und zwar nach meiner Übersetzung, aber das stimmt ja im Wesentlichen überein. Die Bibel ist ja eindeutig. Paulus schreibt, ich sage in Christus die Wahrheit und ich lüge nicht. Und es bezeugt mein Gewissen im Heiligen Geist eine große Traurigkeit und ein unablässiger Schmerz in meinem Herzen. Ich wünschte nämlich selber, lieber verflucht zu sein, von Christus getrennt und dafür, dass meine Stammesgenossen nach dem Fleisch, also die Juden, mit Christus versammelt und vereint wären. Denn sie sind ja die Israeliten, denen die Sohnschaft als Eigentum Gottes gegeben ist, die Herrlichkeit, die Zusagen, also die Verheißungen, die Gesetzgebung und der Gottesdienst und auch das Evangelium oder andere Verheißungen, deren Eigentum die Väter sind, also alles, was die Väter erlebt haben, gehört auch Israel und von denen nach dem Fleische, also von seiner menschlich-jüdischen Herkunft, Christus stammt, der aber gleichzeitig einzig und allein Gott ist, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. In diesem ersten Abschnitt des Apostel Paulus ist gedrängt unheimlich viel Inhalt drin. Und wir greifen uns jetzt eins heraus. Ich will bloß noch mal die anderen Dinge, die wir dieses Jahr besprochen haben, stichwortartig am Anfang nennen. Als erstes wird genannt, dass Israel die Sohnschaft gehört. Also eine ganz besondere Beziehung zu Gott und dass Gott heilig ist. Und er meint das auch so. Und deshalb hat er an einer Stelle gesagt, wer Israel antastet, tastet seinen eigenen Augapfel an. Also Gott ist heilig, Gott Israel ist sein Sohn. Das Zweite, dem Volk Israel gehört die Herrlichkeit Gottes. Wir können in diesem Wort gar nicht so leicht nachvollziehen, was da alles gemeint ist. Aber wir können uns Folgendes vorstellen, als das Volk Israel an dem Berg die 10 Gebote empfing, da brannte der Berg, da war ein Donnern, da war ein Feuer, da war ein Posaunenschall. Da zitterten die Israelis vor Ergriffenheit und vor Ehrfurcht, weil die Herrlichkeit Gottes hereinbrach. Und das gehört also auch Israel. Das Weitere, die Bundesschlüsse, die haben wir sehr ausführlich dieses Jahr schon behandelt, weil es verschiedene Bünde gibt, die alle miteinander zusammenhängen und die münden im Zentrum in den Bund, den Gott dann durch Jesus uns den neuen Bund gegeben hat. Aber anfing das mit Abraham und den anderen Bünden, das haben wir auch ausführlich besprochen, weil die zusammenhängen. Das Weitere war die Gesetzgebung, auch in unserem Text erwähnt, der vierte Punkt, also die Gebote und alle Verordnungen. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 5 bis 9 steht sinngemäß, dass die Völker staunen
über die weisen Anordnungen und Sätze, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und es ist unübertroffene Weisheit, was in diesen vielen Worten und Anweisungen von Gott gegeben wurde. Der nächste Punkt ist der Gottesdienst. Und der soll heute im Mittelpunkt stehen, thematisch. Der Gottesdienst, den demonstriert Gott seinem Volk Israel in der Stiftshütte, in dem Stiftszelt und in den Tempeln, die danach gebaut wurden. Darauf kommen wir dann drauf an. Ich will nur hier schon mal sagen, dass das alles auch Bilder sind, die eine eigentliche Wahrheit verhüllen und die dann Jesus offenbart hat. Im Johannesevangelium Kapitel 4 sagt er nämlich dann im Gespräch zu der Samariterin, die sich da bei Nablus, bei Sichem, an dem Fluss, Brunnen Sychar trafen und sie ins Gespräch kam, wo beten wir denn richtig an, was ist denn richtiger Gottesdienst? Da sagt Jesus sinngemäß, es kommt eine Zeit, da ist es egal, ob ihr hier auf dem Berg Gerizim oder wir Juden auf dem Berg Zion anbeten, sondern es kommt eine Zeit, da werdet ihr Gott und ihr müsst ihn so anbeten, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die Anbetung, die der Gottesdienst uns bringen will. Das sechste waren die Verheißungen im Alten Testament, die alle auf den Messias hindeuten. Es gibt zahlreiche Verheißungen. Und einzig von den Prophetien, die direkt auf den Messias hinweisen, gibt es schon weit über 300 im Alten Testament. Das siebente ist, was Paulus hier meint mit den Vätern, dass Gott auch eine ganz natürliche Stammesfolge über die Ahnentafeln aufgebaut hat, um allen Menschen zu zeigen, dass er geplant hatte, dass Jesus als Mensch, als Jude, einmal geboren werden würde. Und im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das hatte er aber schon angekündigt über die Stammtafeln. Und die Väter waren die Träger dieser Verheißung, Jesus hervorzubringen als Mensch, als Messias Israels und natürlich, das wissen wir auch, als Gottes Sohn. Das war jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Und wir wollen jetzt zu dem Eigentlichen des heutigen Abends kommen, zu dem Thema, was bedeutet eigentlich Gottesdienst für uns Christen? Und das baut natürlich auf den Gottesdienst, den das Volk Israel durch Gott kennengelernt hat. Und das begann also in der Wüste Sinai, wo das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten angekommen war und Gott sich dort offenbarte auf eine ganz spezielle Weise. Nämlich zeigte er dem Mose auf dem Berge wie eine Vision die originale Stiftshütte, das Gottesdienstgebäude, das allererste sozusagen. Und Mose bekam den Auftrag, das jetzt sichtbar in der Wüste aufzubauen. Und damit wir uns da mal was vorstellen können, können wir dankenswerterweise auf die unheimlich intensive und weise und tolle Vorarbeit von Bibellehrern berufen und aufbauen, als da sind Dr. Randall Price, dann der Bibellehrer Riedmeier und Archäologe und auch der Schweizer Bibellehrer Dr. Roger Libby. Also wir saugen uns das nicht irgendwie selber aus den Fingern, sondern wir arbeiten zusammen wie eine große Glaubensgemeinschaft, wie eine große Familie Gottes, die das eine wichtige Thema möglichst vielen Hörern und Sehern mit rüberbringen will. Wir werden jetzt also auf dem Bildschirm zu Hause, auf unserem Computer und Laptop, den ersten Teil über die Stiftshütte sehen und hören. Jerusalem ist die am häufigsten erwähnte Stadt in der Bibel, über 800 Mal. Die Rabbiner sagen, 10 Maß Schönheit wurden auf die Welt verteilt, 9 davon hat Jerusalem bekommen. Der Grund dafür ist das Bauwerk, das einst mitten in Jerusalem stand, der Tempel. Für die Rabbiner war der Tempel das schönste Gebäude auf der ganzen Welt. Sie sagten, wer den Tempel des Herodes nicht gesehen hat, hat noch nie ein schönes Bauwerk gesehen. Der Tempel ist das Herzstück der Pläne Gottes, früher, jetzt und morgen. Wir beginnen mit dem himmlischen Tempel, von dem Gott ein bisschen auf die Erde brachte, als er den irdischen Tempel errichten ließ. Es war das irdische Heiligtum, in dem Gott und Mensch einander begegnen konnten. In diesem Gebäude wurden mehr als 1000 Jahre lang Opfer dargebracht. Sie boten den Menschen die einzige Möglichkeit, in Beziehung mit Gott zu treten.
Schließlich sandte Gott seinen eigenen Sohn. Und dieser Sohn nannte den Tempel das Haus seines Vaters, das ein Haus des Gebetes sein sollte für alle Völker. Im geistlichen Sinn ist die christliche Gemeinde der Tempel für alle Kinder Gottes auf Erden. Wir sind hier im Timna Park in Israel an einem Modell der Stiftshütte, gebaut vom Bibelcenter Breckerfeld. Alles beginnt hier, hier bei dem Vorbild, das Gott im Himmel den Menschen auf Erden offenbart hat, damit sie die Beziehung zwischen ihm und sich selbst verstehen. Gott gebot Mose, ein Vorbild zu erschaffen, etwas wie eine Blaupause, ein Symbol, das etwas anderes, Tieferes repräsentiert. Und dieses andere ist die himmlische Stiftshütte. Wir sehen hier also eine Kopie, ein Abbild himmlischer Dinge auf Erden. An der Stiftshütte stehen wir vor einem Abbild, das uns Gott gegeben hat. Der ganze Aufbau der Stiftshütte hilft uns zu verstehen, dass Gott ein Ziel hat. Einen Plan, der korrekt ausgeführt werden muss, wenn wir eine wirkliche Beziehung zu Gott haben wollen. Wenn wir uns nicht an Gottes Plan halten, fehlt uns etwas in unserer Beziehung zu Gott. Wir treten jetzt durch die offene Tür der Stiftshütte. Hier hing ursprünglich eine Leinwand, die die Stämme Israels von Gott, der in der Stiftshütte gegenwärtig war, trennte. Es gibt nur diesen einen Weg hinein in die Nähe Gottes. Und dieser eine Weg ist der erste Schritt, den wir tun müssen. Wir müssen Gottes Weg gehen, um in seine Gegenwart zu treten. Es sind 7 Schritte, von denen dies der erste ist. Als nächstes gelangen wir zum ehernen Altar, an dem die Opferungen stattfanden, die Grundlage für alles Weitere. Danach treten wir an das eherne Becken, an dem sich jeder reinigt, der in die Gegenwart Gottes treten will. Anschließend geht es dann durch den äußeren Vorhang, der uns in das Heilige führt, einen Raum, auf dessen einer Seite die lichtspendende Menora steht, ein Leuchter. Gott ist Licht und wir sehen Licht. Auf der anderen Seite befindet sich der Tisch mit den Schaubroten, als Zeichen dafür, dass Gott für uns sorgt. Gott ist das Brot des Lebens. Und schließlich der goldene Räucheraltar, der für die Gebete der Heiligen steht. Erst durch all dies zusammen können wir uns der Heiligkeit Gottes nähern, die im Allerheiligsten weilt. Wenn man die Stiftshütte betrat, stand man als erstes vor dem ehernen Altar, der deutlich machte, dass man nicht weiter auf die Herrlichkeit Gottes zugehen durfte, ohne dass man als Sühne für seine Sünden ein stellvertretendes Opfer dargebracht hatte. Nun bestieg der Priester eine Rampe, keine Stufen. Die Bibel ist hier sehr klar, denn zu heidnischen Altären führten meist Stufen hinauf, auf denen heidnische Rituale stattfanden. Der Priester stieg also die Rampe hinauf und hier brachte er die Tiere, die an einer anderen Stelle vorbereitet worden waren, vor Gott als Opfer dar. Blut wurde auf die Hörner des Altars gestrichen. Diese Art Opfer verdeutlichte den Unterschied zwischen Israel und anderen Völkern. Es machte Israel für Gott zu etwas Einmaligem durch dieses stellvertretende Sühneopfer. Sobald das Opfer am ehernen Altar vollzogen war, trat der Priester an das eherne Becken. Dieses Becken bestand aus Spiegeln von Bronze, die von den Frauen eingeschmolzen worden war. Das Wasser reinigte und heiligte den Priester. Er musste sich rituell reinigen, um sich für den Gottesdienst vorzubereiten und in Gottes Gegenwart treten zu können. Jesus sagte zu Petrus: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir sehen also in der Bibel die Vorstellung, dass das Wort Gottes wie Wasser ist, das uns reinigt. Wir sollen jeden Tag zu Gott kommen, um uns von ihm durch sein Wort reinigen zu lassen. Wenn der Priester den ehernen Altar und das Becken passiert hatte, konnte er das Heilige betreten. Nachdem er an diesen 5 Säulen vorbeigeschritten war, erreichte er diesen äußeren Vorhang. Und wenn er dorthin durchgegangen war, war er bereit zum Dienst im Heiligen.
Der erste Gegenstand, den man in der Stiftshütte auf der linken Seite sah, war die goldene Menora. Es handelt sich dabei um einen Kerzenständer, der einem Mandelbaum nachempfunden war. Er hatte einen mittleren Schaft, von dem 6 Zweige abgingen. Oben befanden sich Lampen und ein Priester sorgte dafür, dass diese 24 Stunden am Tag brannten, denn sie stellten die einzige Lichtquelle in der Stiftshütte dar. Ansonsten herrschte hier Dunkelheit, da es keine Fenster gab, sodass eine Lichtquelle notwendig war. Dies steht sinnbildlich dafür, dass Gott Licht ist. Und in diesem Licht sind auch die Worte Jesu zu sehen: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Dieser Leuchter hier in der Stiftshütte spiegelt die Tatsache wider, dass Gott Licht ist. Im unteren Teil der Menora sehen wir, dass der Fuß aus 3 Teilen besteht. Diese Art Fuß finden wir bereits auf alten Felszeichnungen von der Menora in der Wüste Sinai, über die Zeit des zweiten Tempels bis hin zu Wandzeichnungen im jüdischen Viertel Jerusalems. Jedes Bild, das wir von der Menora haben, zeigt diese Art von Fuß. Und das nicht zufällig. Er bot ihr nicht nur einen guten Stand, sondern stellte auch eine Nachbildung des Mandelbaums dar, dem die Menora nachempfunden ist. Wenn man die Stiftshütte betrat, sah man als erstes auf der rechten Seite den Tisch mit den Schaubroten. Auch dieser Tisch bestand aus mit Gold überzogenem Akazienholz. Auf ihm lagen 12 Brotlaibe, und jeder dieser Laibe stand für einen der Stämme Israels. Das Brot wurde eine Woche lang aufbewahrt und erst am Ende der Woche ausgetauscht. Gott sorgte dafür, dass es frisch blieb, da es am Ende der Woche vom Priester gegessen wurde. Dieses Brot, wie wir es hier sehen, steht natürlich stellvertretend für das Brot und alles andere, womit Gott sein Volk versorgt. Jesus selbst hat über sich gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Und im Johannesevangelium spricht er von dem Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben. Jesus war eine Art geistliche Nahrung für sein Volk. Bei der Herstellung des Brotes mussten die Priester das Korn mahlen, den Teig kneten und das Brot backen. Das alles war eine Vorbereitung für den Dienst an Gott, ja bereits ein Teil dieses Dienstes. So wie Gott sein Volk mit Nahrung beschenkte, so hatte das Volk Anteil an dieser Arbeit, indem es alles Notwendige tat, damit das Brot in heiligem Zustand vor Gott gebracht werden konnte. Als nächstes trat der Priester im Heiligen an den Räucheraltar. Auf diesem goldenen heiligen Altar brachte er 2-mal täglich, morgens und abends, Räucherwerk dar. Indem er es auf die heißen Kohlen legte, stieg ein süßer Wohlgeruch zur Gegenwart Gottes auf. Dieser Altar hätte eigentlich ins Allerheiligste gehört. Er stand jedoch an dessen Eingang, als Symbol für die Richtung der Gebete der Menschen, wenn sie in Gottes Gegenwart traten. Zwar durfte nur der hohe Priester durch den Vorhang treten, dennoch kam dadurch hier Israel mit Gott in Kontakt. Die Gebete zu Gott im Allerheiligsten repräsentieren die Gebete der Heiligen heute, die in das himmlische Heiligtum aufsteigen. In 2. Mose 25 steht das erste Gebot Gottes über die Stiftshütte und es betrifft den Bau der Bundeslade. Die Bundeslade war heilig, denn sie symbolisierte die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Es handelte sich um einen mit Gold überzogenen Kasten aus Akazienholz. Auf ihrem Deckel, der Sühnedeckel genannt wird, standen sich 2 goldene Engelsfiguren gegenüber, deren Flügel sich berührten. Sie stellten Cherubim dar. Diese Wesen beschützten und bewachten die Gegenwart Gottes. Und so wurde dieser von Menschen hergestellte Kasten von Gottes Anwesenheit überschattet, durch eine Wolke am Tag und durch eine Feuersäule bei Nacht. Hierher kam der hohe Priester, um das Blut und das Opfer als Sühne für ganz Israel darzubringen. Dies also ist der Gegenstand, der das Heiligste repräsentiert. Und daher wird der 10x10x10 Ellen große Kubus ringsumher das Allerheiligste genannt. Er bildet das Zentrum und den Anfang der Stiftshütte.
In der Bundeslade befanden sich drei Gegenstände, die in der Geschichte Israels von Bedeutung waren. Erstens die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten. Mose zerbrach die Originaltafeln aus Zorn über Israels Ungehorsam. Doch Gott in seiner Gnade gab Israel neue Tafeln. Sie wurden unter dem Sühnedeckel aufbewahrt. Daneben befand sich der Stab Aarons, der gesprosst hatte. Er war das Zeichen dafür, dass Aaron der rechtmäßige und auserwählte Hohepriester war. Gott hatte Aaron zuvor angewiesen, seinen trockenen Stab auf den Boden zu legen. Und am nächsten Tag waren daraus Blüten gesprossen. Und zwar handelte es sich um Mandelblüten. Sie zeigten, dass Gott Aaron höchstpersönlich als Hohenpriester auserwählt hatte. Außerdem wurde in der Bundeslade ein Rest des Manna aufbewahrt. Es war der Koriandersamen, von dem sich Israel unter anderem 40 Jahre lang auf der Wüstenwanderung ernährt hatte. All dies stand für die Auflehnung der Menschen gegen Gott, gegen die 10 Gebote, gegen den auserwählten hohen Priester und gegen die Fürsorge Gottes, der Israel mit Manna versorgte. Doch gleichzeitig zeigt die Bundeslade mit dem darüber vergossenen Blut, dass Gott den Menschen ihre Auflehnung vergibt. Und so werden diese Dinge zu Symbolen seiner Gnade. Sie stellt den Bund mit Israel wieder her, sie bestätigt Aaron als hohen Priester und sie ernährt Israel weiterhin Tag für Tag auf der Reise durch die Wüste. Sowohl die Stiftshütte als auch die Bundeslade bestanden aus Akazienholz. Die Akazie ist heimisch in den Wüsten von Judäa und der Sinai-Halbinsel und das Holz verrottet nicht, sodass es außerordentlich gut dafür geeignet war, das unvergängliche Wesen Gottes zu symbolisieren. Das Äußere der Stiftshütte bestand aus einer 5 Ellen hohen Stoffwand, höher als die, die Sie hier sehen. Sie war weiß als Symbol für die Reinheit und Heiligkeit Gottes. Zugleich war sie eine Trennwand, die verhinderte, dass Israel in die Stiftshütte hineinschauen oder hineingehen konnte. Dafür bedurfte es eines Mittlers, nämlich des Priesters, der ein Opfer darbringen musste, damit sie in die Gegenwart Gottes kamen. Von außen sah man nur die ehernen Grundsockel, die Säulen, die Akazienholzträger und dann die silbernen Abschlüsse am oberen Ende. Die Menschen sahen also die Konstruktion, aber eintreten durften sie erst auf Gottes Befehl hin. Ich stehe hier neben der Stiftshütte, dem Gebäude, das sowohl das Heilige als auch das Allerheiligste beherbergt. Die Stiftshütte wurde teilweise von Stangen zusammengehalten, die notwendig waren, weil die Stiftshütte ja ein mobiles Gebäude war. Wenn die Herrlichkeit Gottes weiterzog, musste man die Stiftshütte auseinandernehmen und der Herrlichkeit Gottes folgen, wohin auch immer diese führte. Sie sehen die Materialien, Gold und Silber. Dieses Material stammte aus den Spenden des Volkes und das Volk hatte es von den Ägyptern erbeutet. Das Gold und Silber stammte von den falschen Göttern Ägyptens, die vom wahren Gott besiegt und erobert worden waren. Das Material, aus dem die Götzen bestanden hatten, musste nun dem wahren Gott, dem Gott Israels, dienen und ihn anerkennen, der alle Götzen besiegt. Jenen Gott Israels, der sich in dieses Bauwerk herabgelassen hatte. Die Zeltwände, die den oberen Teil der Stiftshütte bedeckten, waren vierlagig. Und diese 4 Zeltlagen symbolisierten alle verschiedene Dinge. Sie stammten aus der Region in Hinsicht auf die Materialien und die verfügbaren Tiere. Hier sehen wir das innere Zelt, das mit Cherubim bestickt und in verschiedenen Farben gehalten war. Das Blau stand für den Himmel, das Weiß für die Reinheit und das Rot für das Opferblut. All dies waren kraftvolle Symbole für die Beziehung des Volkes Israel zu Gott. Eine Beziehung, die Gott selbst in die Wege geleitet hatte. Man könnte sich vorstellen, dass der junge Samuel sich genau hier neben die Stiftshütte gelegt und des Nachts auf Anweisungen des Herrn gewartet hatte. Denn der Priester Eli hatte zu dem Jungen gesagt, höre, was Gott dir zu sagen hat. Das war der Beginn von Samuels Berufung zum Propheten und natürlich zum Anführer und Richter von Israel. Die Kohanim oder Priester verrichteten ihren Dienst im Heiligen der Stiftshütte. Sie trugen weiße, einteilige Gewänder aus Leinen. Diese symbolisierten ihre Reinheit vor Gott.
Einmal pro Woche legten sie Brot auf den Tisch mit Schaubroten und sorgten dafür, dass die Menorah 24 Stunden am Tag brannte. Außerdem bereiteten sie alles für den Hohenpriester vor, wenn er einmal im Jahr seine besonderen Aufgaben im Allerheiligsten verrichtete, zum großen Versöhnungstag Yom Kippur. Wie der Priester trug auch der Hohepriester ein Gewand aus Leinen. Seine Stellung behielt er sein Leben lang. Er besaß noch weitere repräsentative Gewänder, um stellvertretend für Israel in das Allerheiligste einzutreten. Er trug ein blaues Gewand, an dessen Saum Schellen in Form von Granatäpfeln befestigt waren. Im Allerheiligsten sahen ihn die Menschen zwar nicht, aber sie hörten ihn, wie er sich dort bewegte. Ein Zeichen dafür, dass Gott ihn angenommen hatte. Außerdem trug er ein Ephod mit 12 Edelsteinen. Auf jedem dieser Steine war der Name eines der Stämme Israels eingraviert, so dass der Priester, wenn er in die Gegenwart Gottes trat, symbolisch ganz Israel bei sich trug und mit hineinnahm. Auch auf den Schultersteinen standen die Namen der 12 Stämme. Das Ephod mit seinen Schulterteilen und dem Brustschild kam also ebenfalls in die Gegenwart Gottes. Unter dem Ephod befanden sich zwei Steine, ein schwarzer und ein weißer. Forscher glauben, dass sie Urim und Thummim hießen und für den hohen Priester eine Möglichkeit darstellten, mit Gott zu kommunizieren und seinen Willen zu erfahren. Vielleicht konnte er so von Gott ein Ja oder Nein erhalten oder eine andere Botschaft. Manche Rabbis meinen, dass selbst das Leder auf den Steinen aufleuchtete, um Worte darzustellen. Das scheint jedoch eher eine mystische rabbinische Vorstellung zu sein. Auf dem Kopf trug der hohe Priester eine Mitra mit Stirnband und der Inschrift Kodesh LeYahweh, geheiligt dem Herrn. Wenn der Priester in diesen Gewändern, also in die Gegenwart Gottes, trat, stand er einerseits für Israel und seine Unreinheit. Andererseits symbolisierte diese Kleidung, die nur für den Gottesdienst bestimmt war, aber auch die Heiligkeit seines Amtes als Mittler zwischen Gott und Mensch. So stand er stellvertretend für ganz Israel vor dem heiligen Gott. Ja, liebe Seher und Hörer, hier haben wir schon den ersten Teil des Gottesdienstes in der Stiftshütte, wie Gott sie dem Volk Israel gegeben hat. Ich habe so gedacht, man könnte auch sagen, das war Gottes Wohnmobil, die Stiftshütte. Denn er wohnte im Zelt, aber es war mobil, weil sie durch die Wüste zogen, viele Jahre und viele Kilometer, bis sie dann ins verheißene Land kamen. Gleichzeitig haben wir jetzt gemerkt, bei dem Kommentar von Randall Price, dass viele dieser äußeren Symbole und Bilder eine geistliche Wahrheit beinhalten, die manchmal verborgen und geheimnisvoll und tief drin steckt und die direkt oder indirekt immer wieder auf das Eigentliche des Planes Gottes hinzielt, nämlich auf die Sendung seines Sohnes Jesus. Und wenn wir uns an einige der Bilder erinnern, dann war vorne an der Umzäunung eine große, breite Zelttür. Diese Zelttür war in verschiedenen Farben, darauf kommen wir gleich noch hin. Aber es war interessant, oder ist interessant, dass diese Tür 20 Ellen breit war oder 10 Meter breit und ausdrückt, dass Gott eigentlich offen ist für alle Menschen, die ihn suchen. Es gibt keine Aussperrung. Es kann jeder ihn finden, der ihn sucht. Und der Apostel Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das symbolisiert also diese breite Tür. Dann erinnern wir uns an den großen Brandopferaltar mit dieser schrägen Aufgang. Und dieser Brandopferaltar ist das allererste Zentrale des Gottesdienstes, weil es nämlich das Zentrale der Erlösung schon widerspiegelt. Im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 22 steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist uns sicherlich aufs Erste heute fremd, aber wenn wir tiefer hineinschauen, dann merken wir, hier ist der Kern der Erlösungsgeschichte. Wir könnten auch so sagen, seitdem der Mensch von Gott abgefallen ist, leiden wir an einer geistlichen Blutvergiftung. Und die kann nur geheilt werden, wenn sie beseitigt wird
durch ein angemessenes Medikament, sage ich mal im Bilde gesprochen. Und dieses Medikament ist einzig und allein das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes und des Menschen, des Juden Jesus, Yeshua HaMashiach, sagen wir ja auch hebräisch. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Wir haben jetzt gerade dieses schlimme Geschehen in Trier miterlebt, wo sinnlose Opfer zu Tode gekommen sind durch Übertretung einer emotionalen Grenze. Wir wissen ja nicht genau die Ursache, warum das geschehen ist. Auf jeden Fall haben wir ein aktuelles Beispiel zwischen Täter und Opfer. Ja. Der Täter kann das nie wieder gut machen. Die Opfer können auch nicht wieder zum Leben erweckt werden in dieses Leben. Wir haben hier also ein ganz schlimmes Dilemma von Schuld. Und genau das ist das Hauptthema Gottes, das zu beseitigen, dass wir wieder mit ihm in Einheit leben können. Und er hat sich ausgedacht, das über diese vielen Schritte uns nahe zu bringen, damit wir dann das, was Jesus getan hat, besser verstehen können. Der Altar, wo dieses Opfer auch verbrannt wurde, war 5 Ellen breit und 5 Ellen hoch. Und die Zahl 5 ist wieder eine Symbolik in der Bibel. Wir haben 5 Finger, wir haben 5 Zehen. Die Zahl 5 bedeutet, dass der ganze Mensch mit seinen Tun und Lassen hiermit verbunden ist, auch mit seiner Schuld und Vergebung braucht. Das Holz des Altars war, haben wir gehört, Akazie. Es drückt gleichzeitig aus, Holz ist etwas Irdisches. Und wenn der Altar ein Symbol für Jesus ist, dann können wir weiter deuten, dass Jesus ganz Mensch war, ganz Jude, der sich opferte. Aber dieses Holz war auch mit Gold oder Erz überzogen. Und es hat jeglichem Feuer widerstanden. Das ist das Interessante. Dadurch verbrannte das Akazienholz des Altars nicht. Und damit wird klar, dass hier auch ein Gerichtsgeschehen passiert. Und Jesus hat dieses Gericht für uns getragen, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Und er symbolisiert den Altar. Als er sagte, es ist vollbracht am Kreuz, Jesus, könnten wir das auch im Bild dieser Stiftshütte mal vergleichen. Da wird auch deutlich, dass diese Sachen, die wir hier äußerlich sehen, begrenzt sind. Dass Jesus aber etwas Unbegrenztes, Einmaliges, Immergültiges geschaffen hat. Früher waren es irdische Priester, die immer wieder ihre Dienste und auch ihre Opfer für ihre eigenen Sünden bringen mussten. Jesus ist der himmlische Priester, der ein für alle Mal das Opfer gebracht hat. Früher wurden Tiere geopfert. Jesus ist das Lamm Gottes, das der Sünde, die Sünden der Welt getragen hat. Viele Opfer. Früher wurde häufig geopfert. Jesus wurde am Ende der Zeit einmal geopfert und hat einmal die Erlösung für uns gebracht. Früher wurden diese Opfer immer wieder fortgesetzt und waren nie fertig. Jesus hat sie ein für alle Mal vollbracht. Früher wurden die Sünden nur bedeckt, daher kommt der Yom Kippur-Tag, der heißt, das Wort Kapara heißt eigentlich hebräisch bedecken. Also Sünde wurde nicht wirklich durchgestrichen, weggenommen, sondern sie wurde nur bedeckt. Jesus hat sie durch sein Opfer ein für alle Mal weggenommen. Sie ist wirklich weg. Und es steht an einer anderen Stelle, sie ist im Meer versenkt und keiner kann sie wiederheben. Ein für alle Mal, und damit ist auch Vergebung ein für alle Mal für uns von ihm gebracht worden. Mal noch was zu dem Stiftshüttenumfang, Bauwerk, nämlich den Brettern. Es war ja ein, wie gesagt, bewegliches Heiligtum. Und es war unter anderem so gebaut, dass die Akazienbretter eine Hauswand bildeten. Die berührten sich untereinander und waren in Silberfundamente, in Silberblöcke befestigt. Konnten aber jederzeit rausgezogen werden, denn man wollte ja weiter. Das ist auch wieder symbolisch sehr interessant. Die Bretter bilden hier bei der Stiftshütte, es sind das Symbol für die einzelnen Gläubigen. Damals waren es die Israeliten, die Israelis, die Juden. Heute sind alle, die an Christus glauben, mit in dieses Gebäude eingebaut. Jeder ist ein Brett und jedes Brett berührt sich. Wir sind eine Einheit, eine Gemeinschaft.
Auch wenn wir das jetzt äußerlich heute durch die Corona-Sache nicht so immer demonstrieren können, so sind wir es doch geistig und wahrhaftig und erlebbar, weil unsere Beziehung zu Jesus da ist und wir untereinander Brüder und Schwestern sind. Christus also und die Gemeinde. Das Silber, ja, ein Symbol für den Wert, dass wir auf einem ganz wertvollen Fundament stehen, was Jesus ist. Dann tauchen in der Stiftshütte immer wieder vier Farben auf. In der Tür, in den Bedeckungen, innen drin, in den verschiedenen Räumen. Und diese Farben sind weiß, himmelblau, purpur und scharlach. Man kann diese vier Farben auch wieder in die Richtung deuten, dass Jesus Christus die Reinheit für uns ist. Dass interessant ist auch, dass die vier Evangelisten, es sind ja vier Farben, wir haben vier Evangelisten, auch so einen Schwerpunkt setzen. Markus, könnte man sagen, setzt den Schwerpunkt, dass Christus die Reinheit uns gebracht hat. Dann haben wir das Himmelblaue, Symbol für den Himmel. Jesus ist der Sohn Gottes, der Sohn des Himmels. Blau, schreibt Johannes sehr viel. Johannes hat sowieso diese feste Sicht, dass Jesus vom Himmel gekommen ist und wieder das dahin zurückkehrt. Purpur, die Königsfarbe, demonstriert die Herrlichkeit Gottes und den Reichtum Gottes, den wir durch Jesus haben. Und Paulus schreibt zum Beispiel im Kolosserbrief, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis beinhaltet und enthalten. Oder er ist die Wahrheit Gottes und er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Im Johannesbrief wird das sehr ausführlich geschrieben, dass er die Herrlichkeit des Vaters widerspiegelt. Dass die Purpurfarbe ist sozusagen hier das Symbol. Oder dass die Scharlachfarbe, rot. Es gibt aber auch blauen Scharlach. Und es drückt beides aus, die Königsherrschaft Jesu. Einmal, dass er der König des Himmels ist. Aber auch, dass er der Leidenskönig ist, rot. Beides beinhaltet das. Matthäus beschreibt das sehr ausführlich. Des Weiteren, wenn wir die Stiftshütte noch anschauen, genauer, finden wir drei Eingänge und eine Umzäunung. Die erste Umzäunung, haben wir vorhin gerade gesehen, waren diese weißen Leintücher, die diese Umzäunung bildeten. Das war die Umzäunung für das Volk Israel. Die Juden, die Nichtjuden, also wir waren hier ja noch nicht aktuell, aber auch sie konnten nicht einfach so Gott durchrennen, wie jemand, der zu dem Chef an der Sekretärin vorbeidüst und dann einfach denkt, er kann hier mit dem Chef Kontakt aufnehmen. So einfach geht das nicht. Deswegen waren diese Umzäunungen der Ausdruck, Gott ist heilig, das Volk ist sündig, ihr kommt nur über einen bestimmten Weg zu ihm. Abzäunung. Der zweite Vorhang war der Vorhang zwischen dem Äußeren und dem Heiligtum. Was wir vorhin gehört haben, wo der Altar, der Brandopferaltar, der goldene Leuchter und so weiter standen. Und wir haben schon die Symbolik übertragen bekommen von Randall Price. Drückt das aber aus, dass man nur in einem verschiedenen Stadium von Heiligkeit sich Gott nähern konnte. In diesem Teil des Heiligtums konnte nur der Priester agieren und er hatte bestimmte Dinge zu tun, die ihn befähigten, in der Nähe Gottes sein zu dürfen. Das Gebet, der Räucheropferaltar, Symbol für Gebet, also wir können uns nur im Gebet Gott nähern. Das Licht, der Mensch muss völlig vom Licht Gottes erhellt sein, das siebenarmige Leuchter. Und wir müssen erstmal auch durch Gott wertgemacht werden. Und das ist ja das Interessante, das Brandopferaltar und alles, das Brandopfer, was sich da vollzieht, was Jesus getan hat, macht uns wertvoll. Er schenkt uns Gnade und macht uns zu Söhnen Gottes. Er macht uns wertvoll, so wertvoll, dass Gott der Vater in uns Jesus sieht und dadurch wir zu Gott kommen können. Diese Umänderung, ja, durch den Heiligen Geist und durch das Blut Christi. Und damit sind wir beim Nächsten. Die Bibel sagt, wir kommen dann auch noch mal an anderer Stelle dazu, dass wir nicht nur Söhne Gottes, Kinder Gottes sind. Und jetzt rede ich schon von uns als Nichtjuden, also als die Heiden, weil wir das durch Jesus geschenkt bekommen haben,
sondern auch Priester. An einer Stelle heißt es, wir sind Priester und Könige. Wir haben also einen Vermittlerdienst, das ist oft vor allen Dingen im Gebet wichtig, und auch einen Herrschaftsdienst, komme ich da nochmal drauf. Und der dritte Vorhang war der Vorhang zum Allerheiligsten. Der hohe Priester damals durfte nur einmal im Jahr zu Yom Kippur in das Allerheiligste rein und zeigt also, dass man nur durch eine Würdigungmachung, Befähigung bis zu Gott kommen kann. Die Bibel nennt immer wieder auch diese zwei Stadien. Einmal sagt sie zum Beispiel, Gott wohnt in einem Licht, wohin niemand kommen kann. Oder sie sagt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das haben die Israelis damals schon erlebt, als die am Berg Sinai waren, die Herrlichkeit Gottes. Sie durften sich nicht nähern. Und wer sich genähert hat an die Grenze, die Gott gesetzt hatte, ist gestorben. Also Gott ist wirklich heilig. Und, aber durch Jesus sind wir in diesen Stand versetzt worden, Priester zu sein, die sich Gott im Gebet nähern können und die sich sogar Kinder Gottes nennen dürfen. Und an einer Stelle sagt Paulus, wir sind mit Christus versetzt in himmlische Orte. Da sind wir praktisch schon im Geist, im Allerheiligsten. Das haben wir geschenkt gekriegt. Das ist eine Würdigung, kann man sich nicht selber machen. Das ist, finde ich, also ganz toll, was in diesen Bildern drin ist. Dann nochmal die vier Teppiche, die ganze Stiftshütte bedecken. Von innen nach außen. Er hat es schon genannt, ich will bloß noch ein paar Ergänzungen dazu machen. Es waren also vier verschiedene Farben auch. Und die innere Farbe war ganz wunderbar, wieder mit Engeln auch, nicht bedruckt, sondern eingenäht. Und diese vier Farben drücken eigentlich die Wohnung Gottes aus. Wir können sogar sagen, das Paradies. Also wenn man in der Stiftshütte war, sah man die untere Bedeckung, die untere Zeltdecke, und die war von den Farben Gottes und von der Herrlichkeit Gottes durch die Engel beleuchtet sozusagen. Der zweite Teppich, der drüber lag, es waren also vier Teppiche, war aus Ziegenhaar gewebt und hatte auch die Aufgabe des Schutzes und der Absonderung, sowohl nach innen als auch nach außen. Das bedeutet wieder, man kann nicht einfach so zu Gott, sondern wir müssen erstmal fähig werden und dann müssen wir uns absondern. Absondern heißt auch von der Welt absondern. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Das heißt, mein Lebensstil soll in der Heiligung fortschreiten. Und wir sind zu Heiligen gemacht worden durch Geschenk. Und im ersten Johannesbrief sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns von allen Sünden reinigt und wir praktisch Gottes Gerechtigkeit werden. Das bedeutet, wir sind einmal durch Christi Opfer Kinder Gottes und Heilige, brauchen aber täglich als sündige Heilige sozusagen die neue Reinigung und Vergebung. Und da müssen wir uns immer wieder von der Welt und allem Alltagsdreck und Schmutz, ich sage es mal ganz deutlich, absondern lernen. Und das ist gar nicht so einfach. Ihr wisst, dass ihr mitten im Beruf und Leben, Studium und so weiter seid, dass wir da ganz schön gegensteuern müssen. Der Geist Gottes gibt uns aber die Kraft und das Wort Gottes. Der dritte Teppich war ein Witterfellteppich und war rot. Wir gehen ja jetzt mal von innen nach außen, aber wir wissen, der eigentliche Weg geht von außen nach innen. Aber wir sind mal vom Heiligtum jetzt ausgegangen. Und das ist wieder das Blut Christi, was fähig macht, damit wir dem Heiligen begegnen können, damit wir Gott begegnen können. Das war also das Witterfell, das deutet wieder hin. Wir müssen ja sehen, das Bundeszelt war ja Jahrhunderte ja bevor Jesus gesandt wurde und am Kreuz starb. Das heißt, es war erstmal ein Bild. Ist natürlich ein Bild, ein Witter ist ein Schaf, also auf das Lamm Gottes, was durch sein Blut die Befähigung uns geschenkt hat, ins Heiligtum, ins Allerheiligste kommen zu können. Das vierte Äußere war aus Seekuhfellen gemacht. Ich habe da heute nochmal nachgeguckt, wo kam das her? Die waren ja mitten in der Wüste, wo gibt es denn da Seekühe? Aber die sind ja durchs Rote Meer gezogen und dort gibt es wirklich Rote Meerseekühe, gab es damals, die Art. Und wie sie auch immer dazu gekommen sind, vielleicht haben sie die beim Durchzug durchs Rote Meer dann am Ufer mitgefunden oder gejagt, war jedenfalls das Seekuhfell. Und das ist äußerlich eigentlich unattraktiv, irgendwie braun und so, glänzend.
hat auch eine große Funktion eines Schutzes von außen. Es widersteht allen äußeren Einflüssen, Regen und allen, Sonne, kann keinen Schaden anrichten. Für die übertragen, für die Nichtchristen sind ja die Christen manchmal so die sonderbaren Heiligen, naja, die sind nicht ganz ernst zu nehmen, unattraktiv. Die Welt will ja immer groß auftrumpfen und die Christen sind so aus deren Sicht unattraktiv. Aber wir haben ja jetzt gemerkt, die Heiligen, die eigentlichen Heiligtümer und Werte, die sind in. Und deswegen hat ja Jesus auch gesagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Also die Werte werden von Jesus in uns selber geschaffen durch den Geist Gottes, durch die Vergebung. Und dann haben wir einen Wert. Wir haben einen Wert. Jeder von uns ist ein ganz wertvoller Mensch. Der einmalige Mensch, den Gott sich mal ausgedacht hat und durch die Erlösung wieder in diesen Wert hineingekommen ist. Gut. Der Hebräerbriefschreiber fasst das in seinem Kapitel sehr ausführlich zusammen, was ich jetzt hier nicht so darlegen kann, außer den Sätzen, dass Jesus das ganze priesterliche Gottesdienstgeschehen, was wir in der Stiftshütte jetzt gesehen haben, abgelöst hat, erfüllt hat. Und er ist der wahre Hohepriester von Dauer, von Ewigkeit, der jetzt seine Stellung im Himmel als hoher Priester für alle Zeit und Ewigkeit eingenommen hat und sozusagen für uns jetzt auch betet. Also er ist im Himmel und ist der hohe Priester, der für uns betet und jetzt im Himmel seine Aufgabe als hoher Priester erfüllt, die er vorher im ersten Teil auf dieser Erde erfüllt hat. Es gehört alles beides zusammen. Der Versöhnungsdeckel, vielleicht noch im Allerheiligsten, ich muss ja nicht alles wiederholen, der über der Bundeslade, was die 10 Gebote beinhaltet ist, ist auch interessant. Die 10 Gebote sind ja ein Symbol für das Wort Gottes und Jesus ist das Wort Gottes. Wenn man jetzt das Johannesevangelium, den ersten Teil, anfängt, im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und im Griechischen kann man sagen, das Wort war mit Gott umarmt, vereinigt. Also Jesus ist mit Gott das Wort Gottes für uns und das ist das Zentrum für uns. Deswegen tun wir uns heute mal sehr intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen. Der Versöhnungsdeckel erinnert wieder daran, dass das Wort Gottes so heilig ist und gleichzeitig Gerichtskraft hat, dass es jeden Menschen Sünder zum Tode verurteilt, automatisch. Wir kommen gar nicht darum rum. Und in der Offenbarung, im letzten Kapitel, wird ja das große Gericht vor dem weißen Thron beschrieben. Also das Wort hat Gnadencharakter und Gerichtscharakter. Und der Versöhnungsdeckel über den 10 Geboten deutet schon an, dass Gott eigentlich will, dass wir durch Jesus versöhnt werden. Mit dem Wort Gottes versöhnt werden, sozusagen. Und Jesus sagt auch, wer an mich glaubt, der ist schon vom Tod durchs Leben hindurchgedrungen und das Gericht hat keine Macht mehr über ihn. Sage ich jetzt sinngemäß. Das war jetzt kein wortwörtliches Zitat. Das waren nochmal so ein paar weitere Ergänzungen zu dem ganz tollen Vortrag, finde ich, wie das die zusammengebaut haben, die Bibellehrer. Und wir merken aber auch, das war ja nur ein Teil der Geschichte. Ne? Und die Geschichte geht weiter, weil das wandernde Heiligtum, diese Stiftshütte, zu ihrer Zeit auch dann ihre Aufgabe in dem Sinne erfüllt hatte, weil Gott dann demonstrieren wollte, dass er in seinem Land, in seiner Stadt Jerusalem, für dauerhaft wohnen wollte. Und das hat er dem König David in vielen Verheißungen prophezeit, dass er ihm ein Haus bauen soll. Gleichzeitig sagt Gott aber auch, mir kann man gar nicht ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Beides schon wieder wird ausgesprochen. Aber die Reihenfolge war aber so, dass wirklich der David den Auftrag bekam, die Vision und die Baupläne hatte, die Materialien schon gesammelt hat und dann sein Sohn Salomo den Auftrag bekam, das Haus Gottes in Jerusalem auf dem Berg Zion zu bauen. Und das wollen wir uns jetzt wieder veranschaulichen, indem wir jetzt zu den Tempeln gehen. Tempel, weil wir zu zweit gehen.
So, dieser erste Tempel, den Salomo gebaut hat, nach 1000, David hat ungefähr 40 Jahre, nicht nur ungefähr, sondern 40 Jahre geherrscht. Und um 900 rum hat dann Salomo die Herrschaft übernommen und hat den ersten Tempel gebaut. Genau nach Anweisungen, die Gott über David ihm gegeben hatte. Und wir werden jetzt merken, dass vieles aus der Stiftshütte wieder, wir sind ja beim Tempelgottesdienst, um den dann zu übertragen, hier wieder vorkommt. Ich werde jetzt nicht alles erläutern. Alle, die jetzt hier zu Hause das auf dem Laptop oder im Computer sehen, können sich die Punkte durchlesen. Wir kommen hier nur mal zur Reihenfolge. Die geht von links nach rechts. So, wieder ist das erste der eherne Altar und der Opferaltar. Weil ohne das Opfer kommen wir nicht ins Heiligtum hinein. Dann gab es noch ein großes Becken, was mit Wasser gefüllt wurde. Ich will das jetzt nicht weiter erläutern, sondern nur so übersetzen, dass Jesus gesagt hat, sein Wort macht uns völlig rein, sagt er seinen Jüngern bei der Fußwaschung. Wir bedürfen nur der Fußwaschung, das heißt wieder der täglichen Reinigung durch Sündenbekenntnis und wachsen in der im Heiligsein. Aber das einmalige Untertauchen, das Reinwaschen geschieht durch das Wort Gottes und bei uns ist das dann mit der Taufe verbunden. Ja, und dann geht man also wieder rum, wie bei Salomo, in das Heiligtum. Dort ist der Leuchter und der Schaubrottisch oder auch mehrere Schaubrottische aufgebaut. Und interessant ist noch, dass der Tempel insgesamt auf einem unbehauenen Grundstein auf dem Berg, wo hat Abraham seinen Sohn opfern müssen? Moria. Auf dem Hügel und Berg Moria, der unmittelbar hier unter dem Tempel war, aufgebaut wurde. Und dieses Fundament war unbehauen und ist dann ein Symbol für Jesus, dem Eckstein, geworden. Das mal bloß so stichwortartig. Dass da unheimliche Kunstfertigkeit mit eine Rolle spielte. Und Salomo hatte da eine ganze Künstlergilde, die er den Bezaleel zum Beispiel, das war der beste Künstler, der das alles dann umgesetzt hat, den Bau. Und interessant ist, dass natürlich die Vorhänge zwischen den Höfen waren immer auch Vorhänge. Zwischen dem Vorhof, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten waren Vorhänge. Die wurden neu angefertigt. Aber nach dem Symbol, und da war immer wieder die Farben, Rot, Weiß, Blau, Purpur dabei. Und die Engel, die Cherubim, kommen immer wieder oft vor. Und hier sehen wir dann auch die Reihenfolge von links nach rechts. Die Funktionen waren ähnlich bis gleich wie in der Stiftshütte. Die Priesterordnungen hatten ihre Dienste zu tun. Es gab dann 24 Priesterordnungen. Jeden Monat hatten zwei Priesterordnungen den Gottesdienst hier zu vollziehen, mit Opfern, mit Räucherwerk, mit Brotlegen und so weiter. Und dann sehen wir wieder rechts das Allerheiligste. Auch dort ist jetzt die Kontinuität zur Stiftshütte da. Da wurde nämlich die Bundeslade, die in der Stiftshütte war, hineingebracht. Da wurden die Cherubim auf die Bundeslade aufgebaut. Und alles das, was in der Stiftshütte im Allerheiligsten war, wurde auch hier dann in dem Tempel als Beispiel der Gegenwart Gottes untergebracht. Eine weitere Kontinuität ist zwischen der Stiftshütte und dem Tempel, was wir jetzt schwer erklären können, dass die Shechinah, hebräisch, die Herrlichkeit Gottes, zu einem bestimmten Zeitpunkt, den Gott festlegte, einzog. Bei der Stiftshütte zog er durch eine Wolkensäule am Tag und durch eine Feuersäule des Nachts mit als Zeichen, ich, Gott, bin da.
Und im Tempel zog er mit seiner Herrlichkeit, die nicht zu beschreiben ist, die so eine Kraft war, dass die Priester umfielen, die im Heiligtum waren, zog er ein nach dem Gebet, was Salomo als Einweihungsgebet gesprochen hatte. So, genau. Jetzt müssen wir weiter und schauen uns das nächste Bild an. Hier sind nochmal Querschnitte vom Äußeren wie vom Inneren. Hier draußen sehen wir mal so schön dieses große Becken zum Symbol der Reinigung. Und wir sehen hier wieder die Abschnitte des Vorhofes vor den Säulen, des Heiligtums und des Allerheiligsten. Also rechts sehen wir das Gebäude von außen und innen ist das wie ein Querschnitt aufgeschnitten. Und da sehen wir noch einmal die wichtigsten Elemente des Gottesdienstes. Der Vorhof war sehr geräumig. Ich habe jetzt nicht genau die Zahl der Quadratmeter, aber es war viel Platz, sodass tausende Leute sich um den Tempel auch versammeln konnten. Gehen wir weiter. Gehen wir mal zum Detail. Dieses Becken stand auf Kühen, also Symbol, hergestellt. Ja, die Kuh ist Kraft, die Kuh oder ja, der Ochse auch irgendwo ein Symbol, das, wie soll ich sagen, der Macht Gottes und die Hörner haben ja auch mächtige Kraft, also Symbol, für auf denen das Wasserbecken stand. Unten sehen wir wieder die Bundeslade, die im Allerheiligsten war. Man hat also versucht, das darzustellen aufgrund von Beschreibungen aus verschiedenen Schriften, aus den jüdischen Kommentaren, die geschrieben wurden. Also verschiedene Quellen hat man versucht und es ist interessant, dass jetzt, also dass über viele Jahre auch die Archäologen immer wieder Einzelteile zutage fördern, die dann helfen, sich das so vorzustellen, wie es war. Da rechts ist dieser Brandopferaltar mit vier Säulen oder vier Hörnern, die wiederum die Zahl 4 symbolisiert auch die vier Farben und auch die vier Himmelsrichtungen. Also es ist auch ein Opfer, was im Prinzip schon universal gültig ist, wenn es vom Glauben her umgesetzt wird. Ja, und da oben ist ein Symbol eines Vorhangs mit angedeuteten Engelgestalten. Und die Farben sind wieder die Königsfarben. Oder auch, ja, hier sind es die Königsfarben, violett und blau. Oder ja, blau, violett, genau. Also die Königsfarben. Purpur auch, ein Stück. Und Symbol für Himmel und Erde, also Jesus, es ist immer wieder auch ein Gottesdienst, der zwischen Gott und den Menschen vermitteln soll. Und da ist immer die Farbe von Erde und Himmel dabei, aber letztlich ist es Jesus, der Sohn Gottes und der Menschensohn, der diese Vermittlung überhaupt bewerkstelligen kann. Rechts oben ist dann der siebenarmige Leuchter, hatten wir vorhin schon, wiederholt sich wieder. Können wir weitergehen? So, jetzt muss ich noch was Historisches sagen. Der Tempel von Salomo war von Gott her so gedacht, dass das Volk Israel Gott die Anbetung bringt und aber gleichzeitig auch sein Wort nicht nur hört, sondern auch im Leben alltäglich als heiliges Volk umsetzt. Und das ist das große Problem damals wie heute gewesen. Die Propheten wurden geschickt, weil das Volk Israel in Götzendienst verfiel, im Alltag absolut ungerecht miteinander umging. Die Reichen bauten und holten ein Haus nach dem anderen, reihten die auf für sich und nahmen es den anderen weg. Es wurde betrogen, die Waagschalen für die Händler wurden manipuliert, sodass die Betrogen noch und nöcher. Also es riss ein, es stank zum Himmel. Man kann jetzt die Propheten lesen,
was da die Menschen sich gegenseitig und vor allem gegenüber Gott verschuldet auf sich geladen haben und schuldig geworden sind. Und Gott hatte eine lange Zeit der Geduld und hat durch die Propheten immer zur Umkehr gerufen und hat gesagt, wenn ihr aber nicht umkehrt, dann kommt eines Tages das Gericht. Und dazu kam dann noch, als wäre das nicht schön genug gewesen, dass das Volk Israel als das Zwölf-Stämme-Volk eigentlich einig leben sollte, dass nach König Salomo sich das Reich geteilt hat durch Rebellion, durch Götzendienst in das Nordreich Israel und Südreich Juda. Jerusalem lag im Südreich Juda. Und so kam die Zeit, wie die Propheten angekündigt hatten, dass erst das Nordreich Israel durch seinen Götzendienst Jerobeams, des ersten Königs nach Salomo, Jerobeam, Götzendienst betrieben hat. Und Gott hat dann gesagt, jetzt ist Schluss. Und im Jahre 722 vor Christus benutzte Gott die Assyrer als Gerichtsroute, das Nordreich zu besiegen und die 10 Stämme in die Verbannung zu führen. Diese Assyrer waren also eine Großmacht, die haben dann die 10 Stämme mit sich genommen und in verschiedenen Teilen ihres Landes, wie sie es brauchten, angesiedelt. Die mussten dann dort Zwangsarbeit und verschiedenes andere machen. Und dann haben sie gleichzeitig aus diesen Ländereien Leute nach Nordreich Israel, nach Samaria geschafft. Und daraus sind dann die Samariter geworden, die wiederum eine Mischreligion waren. Und vorhin waren wir ja schon mal im Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin. Das waren also dann verschiedene Glaubensauffassungen. Es gab mächtigen Glaubensstreit zwischen denen, die waren verfeindet. Jesus hat das auf seine Weise gelöst. Aber das war so die Umsiedlungspolitik. Das haben die damals gemacht, machen sie heute genauso wieder in verschiedenen Ländern. Oder unterdrücken Minderheiten, will ich jetzt nicht politisch drauf eingehen. Jedenfalls kam der Tag des Gerichtes dann auch für das Südreich. Da hatte Gott noch ein bisschen mehr Geduld, weil er ja dem David und seinen Nachkommen viele Verheißungen gegeben hatte. Da hat er immer noch mal Geduld aufgebracht und hat gedacht, vielleicht ändern die sich doch. Aber sie haben letztlich genauso gesündigt, abgefallen, Götzendienst, Unrecht, die Witwen und Waisen benachteiligt. Also diese sogenannte... Wir sagen heute, wir sagen noch, das christliche Abendland hat seine gesetzlichen, ethischen Normen letztlich von der Bibel und vom Judentum mal übernommen. Dass da auch nicht mehr viel übrig ist, ist jetzt ein Thema für sich. Aber Gott hat eine hohe Norm aufgebaut und die hätten ein sehr gutes Leben miteinander geschafft, wenn man es getan hätte, aber man hat es nicht gemacht. So, da war der Tag des Gerichts da. 587 kamen die Babylonier, das war die nachfolgende Weltmacht nach Assyrien, und haben Jerusalem erobert, die Stadt und den Tempel zerstört, bis auf die Grundmauern. Das war das Gericht Gottes. Haben die Propheten ausführlich angekündigt. Und so kam eine Zwischenzeit von fast 70 Jahren, nicht ganz. Und unter anderem war als einer der bekanntesten Propheten der Prophet Daniel, als Jude mit unter den Verbannten, obwohl er durch seine Eltern auch gläubig war und immer Gott gesucht hat. Er hat damals dreimal am Tag gebetet, das gehörte sich zu einem religiösen Gottesdienstthema eines Juden. Und das hat er auch dort gemacht, in Babylon. Und er hat dann die Prophetie gekriegt, dass das Volk doch wieder zurückkommen darf. Das hatte auch schon der Prophet Jeremia vorausgesagt, dass die Stadt wieder aufgebaut werden wird, dass Gott barmherzig sein wird nach der Strafzeit. Und das ist wirklich passiert. Im Jahre 537 kam der neue Weltherrscher, der Kyros, ein Perser, zur Macht. Und das Erste, was er tat, er gab allen verschleppten Minderheiten das Recht, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen. Und die Juden durften auch zurück und sie durften sogar den Tempel wieder aufbauen. Und er hat alle Tempelgeräte, die damals durch die Babylonier mitgeschleppt worden waren, aus den Kellern geholt, aus den königlichen Reserveräumen und was so war, und hat ihnen den wiedergegeben. Und so konnten sie zurückkehren. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Tempel, wenn ich richtig sehe. Also zum nächsten Bild, genau. Dieser zweite Tempel wurde in mehreren Etappen errichtet. Der Anfang begann 537 und danach durch mehrere jüdische Führer, Esra, Nehemia und so weiter, will ich jetzt nicht hier euch überbelasten.
Und die fingen an, den Tempel zu bauen. Und gegen Ende der Zeit, da gingen mehrere Jahrhunderte ins Land, kam dann mal der König Herodes an die Macht. Und zwar im Jahr 46 vor Christi Geburt hat er dann aus dem bestehenden Tempel ein riesiges, ich muss sagen heute, Protzgebäude gebaut, erweitert, viel Gold und Silber eingesetzt. Und das ist dann der sogenannte Herodianische Tempel geworden. So, hier ist schon eine erste Perspektive. Das war noch die Salomonische Tempelhalle, jetzt will ich nicht Falsches sagen, die gehörte noch zum ersten Tempel. Wir gehen mal weiter. Ja. Hier ist der Herodianische Tempel als Skizze. Ich will hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, dass die wichtigsten Dinge waren wieder so eingerichtet worden wie der Salomonische Tempel, aber äußerliche Bauten waren sehr verschieden. Und hier wurde dann mal sehr demonstrativ um den eigentlichen Tempel nochmal eine Mauer gebaut gegen die Heiden oder andersrum. Bis zu dieser Mauer durften die Heiden hinein in den großen Tempelkomplex. Sie durften aber nicht nach innen. Also diese schwarze Abtrennung, das Quadrat, ist der Vorhof der Heiden nach außen gesehen. Ja? Während innen dann der Vorhof der Frauen war, beziehungsweise andere Juden. Aber der Vorhof der Heiden war deutlich abgegrenzt, weil ja die Heiden als unrein und als nicht auf die gleiche Stufe stehend gewürdigt wurden wie die Juden. Ja, mal das nächste Bild. Hier gibt es jetzt auch Ausgrabungsergebnisse, die sich damit beschäftigt haben, haben also verschiedene Perspektiven des ganzen Themas eingebaut. Und da hat man auch wieder verschiedene Tore gefunden, die in den Tempelkomplex führen. Das ist jetzt bloß mal eine äußere Sicht. Und durch die ist dann später auch, das ist jetzt ja zugemauert, aber als Jesus dann auftrat, ist er auch durch einige dieser Tore in den Tempel hineingegangen. Also die waren nicht zugemauert, sondern die sind später erst zugemauert worden. Interessant ist noch, dass der Tempel nach Osten gebaut ist, Richtung Ölberg. Und das ist auch wichtig, weil der Erlöser, der Messias, kommt von Osten, vom Ölberg, der eigentliche König, der wirklich er ist. Und Jesus ist dann später ja auch eingezogen vom Ölberg bis in die Stadt und dort mit dem Esel dann eingezogen als der Messias. Aber er wurde ja nicht angenommen. Hier ist nochmal eine griechische Schrift, die ganz klar die Heiden bei Todesstrafe abhält, den eigentlichen Tempelbereich betreten zu dürfen. Das war also wirklich noch schlimmer als die Corona-Verordnung. Ja, ist hier griechisch und deutsch übersetzt. Genau. Jetzt kommen wir zu dem inneren Bereich des Tempels. Vor dem Tor, was zu dem Brandopferaltar und dem großen Waschbecken führt, ist der Vorhof der Frauen. Gehört aber schon zum eigentlichen Tempelbereich. Also die Heiden mussten ganz draußen bleiben. Der untere Bereich sind der Vorhof der Frauen. Und dann durften alle männlichen Israeliten in diesen weiteren Bereich, wo die Priester die Opfer brachten. Rechts war der Schlachtplatz der Tiere. Dort war Jesus dann später auch. Da hat er verschiedene Gleichnisse erzählt. Oder er hat dann auch die Händler, die hier nur ihr Geld verdienen wollten, rausgejagt aus dem Tempel und hat gesagt, der Tempel soll ein Gebetshaus sein. Ihr habt hier einen reinen Handelsplatz draus gemacht. Dort waren die Männer und vollzogen den jüdischen Gottesdienst eigentlich so ursprünglich, wie er auch in der Stiftshütte schon von Gott vorgeordnet und vorgebildet war. In der Vorhalle waren dann noch einige andere gottesdienstliche Geräte und dann kam man ins Heilige, wo der Räucheraltar und der siebenarmige Leuchter war. Gut. Weiter. Innen war dann die Bundeslade wieder. Ja, hier ist nochmal eine andere Perspektive zum Vorhof der Frauen. Bei Herodes waren dann hier große Lichtersäulen, die bei Tag und bei Nacht wurden diese Leuchter brannten die als Licht.
Und das ist natürlich auch wieder eine Symbolik. Jesus hat dann auch mal bei so einem Fest gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr im Dunkeln leben, sondern das ewige Leben haben. Das hat er zum Beispiel beim Lichterfest, beim Tempelweihfest, dem Chanukka-Fest, was wir jetzt die Juden wieder feiern in den nächsten Tagen, ab 10. Dezember, glaube ich, oder 14. ist wieder Chanukka. Und da ist die Symbolik wieder drin. Hier ist der Herodestempel, aber gemeint von damals. Aber Jesus war ja hier mit dabei, mehrmals. Ja, hier ist noch ein Bild. Für die verschiedenen Einzelopfer, die können wir jetzt nicht eingehen. Also der jüdische Gottesdienst oder die gottesdienstlichen Elemente waren sehr vielfältig und wurden im Zusammenhang des Tempels und seiner Opfer für alle möglichen Dinge und Menschen, Verschuldungen, Probleme, die es gab, Reinigungsopfer und so weiter, dargebracht. Und die wurden dann, als man also Israel im festen Lande war, in den Tempeln dargebracht. Es gab auch ein Witwenopfer. Übrigens, Maria und Josef haben auch diese Opfer für Jesus gebracht. Und sie brachten ein Taubenopfer, und zwar zwei Tauben, weil sie arme Leute waren. Sie konnten sich ein Lamm nicht leisten. Also es gab dann auch verschiedene Opfer von verschiedenem Preis, damit jeder seinen Auftrag ausführen konnte, auch wenn die Gelder und die Wohlhabenden und die Armen sehr verteilt waren. Nochmal der Tempelhof. Den hatten wir vorhin hier, hatten wir jetzt mal so ein Opfer, wie das brannte. Und ansonsten der herodianische Tempel. Genau. Nochmal das Heilige und Allerheiligste, in dem wir durch den Querschnitt reinschauen können. Viel Gold wurde verarbeitet. Ist was. Jetzt machen wir einen Sprung in die heutige Zeit. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Ich will mich da aber jetzt nicht verlieren. Wir wollen nämlich dann noch zu dem Epheserbrief kommen. Und das machen wir nämlich gleich. Der Tempelplatz ist natürlich heute noch da. Wir reden ja jetzt hier nicht von Märchen aus Tausend und einer Nacht, sondern das sind reale historische und archäologische Tatsachen. Und nach der Meinung der Fachleute ist das Allerheiligste heute unter dem Felsendom. Mal ganz kurz gesagt. Und dort gibt es eine Vertiefung, wo die Fachleute wieder sagen, dort hat die Lade gestanden mit den 10 Geboten. Mal bloß so viel. Das Aktuelle müssen wir mal so lassen. Die Juden, die Gläubigen, beten ja weiter im Zusammenhang des Tempels. Den gibt es aber nicht mehr, nur noch die Westmauer, die von den Römern, denn der herodianische Tempel wurde ja auch zerstört, übrig geblieben ist, sage ich gleich. Und weil die Juden ja auch eine materielle Beziehung zu dem sichtbaren Tempel haben, obwohl sie auch beten und wissen, dass Gott unsichtbar ist. Sie sagen, wir haben den einzigen unsichtbaren Gott, der allmächtig ist, Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist Fakt. Aber sie beten dann trotzdem an den Überresten der Westmauer des herodianischen Tempels. Dieser wurde wieder zerstört im Zusammenhang der Ablehnung Jesu. Und zwar im Jahr 70 nach Christus. Durch den römischen Feldherr, wenn ich es sagen soll, muss ich nachdenken, der dann Kaiser wurde, fällt mir noch ein, wurde zerstört. Und dadurch wurden dann die Juden in aller Welt zerstreut. Mir fällt es vielleicht dann noch ein. Ich habe jetzt aber einen kurzen. Bitte weiter. Das ist jetzt eine Karte von heute, von der eigentlichen Altstadt Jerusalems. Wir können noch mal über das heutige Israel, das war römischer Kaiser. Können wir noch mal ein extra Thema machen über das heutige Israel und alle geschichtlich-archäologischen Sachen. Hier ist bloß meine Karte. Der Tempelplatz ist aber weiter da. Die Westmauer des Gebetes ist dort links und der Felsenturm steht oben über dem ursprünglichen Tempel. Bloß mal so viel. Genau. Rechts ist Osten und da ist der Ölberg. Dort wird noch das goldene Tor angedeutet. Das ist nach der Überlieferung das Tor, durch das Jesus damals mit dem Esel einzog und durch das die Juden hoffen, der Messias auch wieder einziehen wird als der König und Herrscher. Das mal bloß so viel. Es gibt deswegen unter den Juden
heute Bestrebungen, verschiedene Bewegungen, nicht nur der Gershon Salomon, sondern es gibt auch noch einen anderen jetzt, die sehr dafür eintreten, dass der Tempel doch wieder auf dem Tempelberg gebaut werden möge. Und wenn er jetzt noch nicht gebaut werden kann, dann wenigstens, dass die Juden auf dem Tempelberg beten dürfen, was umstritten ist, weil das die Moslems bisher verhindern. Bloß mal so viel allgemein. Ja? Bitte weiter. So, wir haben jetzt über den Gottesdienst im Alten Testament und damit im jüdischen Gottesdienst gesprochen. Aber was geht denn das nur uns Nichtjuden an, könnten manche sagen. Das wollen wir jetzt nochmal abschließend machen, indem wir den Epheserbrief aufschlagen, in dem im Kapitel 2 nämlich Paulus dieses Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in Bezug auf Jesus, den Messias, sehr gut darlegt. Es ist für mich die konzentrierteste Stelle, weil der Römerbrief sehr ausführlich ist, die Kapitel 9 bis 11. Ich lese mal jetzt den Text vor, die im Livestream sind. Mögen wir verzeihen, dass ich mich mal leicht zur Seite wende, um den Text von unserem Beamer hier aus vorzulesen. Paulus schreibt hier: Deshalb denkt daran, dass ihr sind jetzt die nichtjüdischen Völker, früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede, er, der aus beiden, Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen und um sie in diesem einen Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. So ist er gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht vom Frieden gebracht und den Nahestehenden ebenso. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Merkt ihr was? Der benutzt nur Bilder, eins am anderen, aus dem jüdischen Gottesdienst von Stiftshütte und Tempel. Und wird natürlich übertragen auf uns. Und wenn wir jetzt das im Hintergrund haben, können wir diese Bibelstelle viel besser verstehen und auf uns beziehen. Das werden wir jetzt mal gleich durchbuchstabieren. Ich gehe da jetzt mal die Verse lang. So, Vers 11. Paulus spricht hier die zwei Körperschaften an oder die zwei Menschengruppen, die Heiden und die Juden. So, die Juden sind deshalb was Besonderes geworden, weil sie durch den biblischen Auftrag, durch die Beschneidung, sozusagen die Eintrittskarte ins Volk Gottes, ins Judentum, quasi das Siegel, zu Israel gehören zu dürfen, bekommen haben. Das begann bei Abraham mit der Beschneidung, da sind wir wieder bei den Bünden von Abraham. Und Hebräisch, Brit, Mila. Und wird im ersten Buch Mose 17, Vers 10 geschildert und beschrieben. Jetzt kommen so ein paar Bibelstellen, die ihr mitschreiben könnt, weil ich die nicht alle zitiere. Und die Juden, die Frauen werden durch Untertauchen Jüdinnen, wenn sie ins Judentum eintreten. Sie sind drinnen, aber alle anderen sind, wie es hier steht, die fernstehen oder die draußen sind von Natur aus. Aber schon im Alten Testament, bei dem Propheten Jeremia, Kapitel 4, Vers 4, lesen wir, dass es gar nicht so um die äußere Beschneidung geht. Der schreibt nämlich Folgendes.
Jeremia 4, Vers 4. Augenblick. Im Jeremia Kapitel 4, Vers 4 schreibt er: Beschneidet euch so, wie es Gott gefällt, und entfernt die Vorhaut eures Herzens, ihr Leute von Juda und Jerusalem. Sonst bricht mein Zorn wie feuerlos über euer boshaftes Tun. Er brennt und niemand kann ihn löschen. Hier wird schon deutlich, dass es um die Herzensbeschneidung, um die neue Herzenseinstellung geht und die äußere Beschneidung es nicht abdecken kann und Gott nicht hilft, also uns nicht hilft und Gott nichts nützt und er sie nicht anerkennen wird, sondern es geht darum, dass die Beschneidung des Herzens umgesetzt wird. Und das nimmt Paulus im Römerbrief Kapitel 2, Vers 25 bis 29 nochmal auf, indem er sagt: Auch die Beschneidung nützt dir nur dann etwas, wenn du das Gesetz befolgst. Übertrittst du aber das Gesetz, ist die Unbeschnittenheit bist du praktisch ein Unbeschnittener geworden. Und wenn ein Unbeschnittener die Forderung des Gesetzes erfüllt, gilt er vor Gott dann etwa nicht als Beschnittener? So wird der Unbeschnittene, der das Gesetz gehalten hat, über dich das Urteil sprechen, der das Gesetz zwar buchstabengenau kennt und auch beschnitten ist, es aber doch übertreten hat. Nicht ist der nämlich ein Jude, der es von außen her ist, und nicht der körperliche Vollzug ist die wirkliche Beschneidung. Ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. So kommt nicht durch die genaue Befolgung der Vorschrift zustande. Sie kommt nicht durch die genaue Befolgung der Vorschrift zustande, sondern durch den Geist Gottes. Ein solcher Jude sucht nicht den Beifall von Menschen, sondern sein Lob kommt von Gott. Das heißt also, Paulus nimmt hier schon die Tatsache, die uns Jesus gibt, nämlich aus Gnade durch sein Opfer gerettet zu sein, auf und nicht durch äußere Zeichen. Vers 12 geht es weiter. Wirklich draußen sind nämlich alle die, die ohne Christus sind, sowohl Juden als auch Nichtjuden. Darüber hinaus fehlen aber den Heiden ja die Bundesschlüsse, angefangen bei Abraham, über Mose bis David. Und damit waren sie ausgeschlossen aus dem Haus Gottes, dem Paradies und damit dem Auferstehungsglauben. Und damit hoffnungslos. Schon der Prophet Jesaja sagt im Jesaja Kapitel 26, Vers 19, dass unsere Verstorbenen aufleben werden zu neuem Leben. Also er hatte schon die Auferstehungsbotschaft. Und der Daniel schreibt im Kapitel 12, Vers 13, der letzte Vers seines Kapitels, da sagt Gott zu ihm: Lege dich in Frieden hin und du wirst auferstehen am jüngsten Tag oder am letzten Tag. Also damit ist klar, dass es eine Auferstehung gibt, aber die Frage ist, wie kommen wir zu dieser Hoffnung? Und damit sind wir wieder bei dem Thema. Ohne Christus wäre bei niemand Hoffnung, weder bei Juden noch bei Nichtjuden. Vers 13. Gott aber hat in seiner Liebe deshalb den Schlüssel der Erlösung geliefert, und das ist das Blut Christi. Jetzt klingelt es bei uns, siehe Opferaltar, Stiftshütte, Opferaltar, Tempel als Bild, aber Jesus ist das Lamm Gottes, das wirklich gilt. Schon im Alten Testament wurde dieser Heilsgedanke intensiv durch das Opferwesen in Stiftshütte und Tempel dem Volk Gottes eingeprägt. Also Gott hat durch über Jahrhunderte, durch diese Opfergottesdienste, das in die Herzen und Köpfe eingeprägt, dem Volk Israel, was er eigentlich vorhat. Ja. Mose hat zum Beispiel mit dem Opferblut von Tieren das Volk Israel besprengt. Da hat mal jemand überlegt, wie kann er denn das gemacht haben? Da waren 100.000 Leute, das kann er nicht machen. Aber da gab es ein Symbol, für jeden Stamm gab es eine Säule. 12 Säulen. Und da hat er das Blut an die 12 Säulen gesprengt. Damit war das ganze Volk Israel durch das Opferblut ihre Sünde erstmal bedeckt. Nicht weg, aber bedeckt. Deswegen floss das Blut von Lämmern jedes Jahr und an vielen Tagen im Tempel in Strömen zur Sühne, beziehungsweise Bedeckung für die Sünde des Volkes, deswegen Yom Kippur. Aber durch das Blut Christi, was vom Kreuz herab ran, werden alle, die an die Bedeutung dieses Vorgangs und an die Person Jesu glauben, zu nahen ins Volk Gottes, in die Gemeinde Jesu, integriert. Im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 48 bis 58,
tut das Jesus mal ziemlich drastisch ausdrücken. Und er schreibt da Folgendes. Er sagt da Folgendes. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, ist mein Fleisch hier. Ich gebe es für das Leben der Welt. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben, schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort, ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten oder jüngsten Tag von den Toten auferwecken. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Genauso wie ich durch den lebendigen Vater lebe, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, obwohl sie doch das Manna gegessen hatten. Eindeutige Antwort, ja, was Jesus bewirkt und wie konkret das jetzt auch für uns ist. Deswegen ist das Herrnmal eigentlich wichtig, denn Jesus sagt, zu meinem Gedächtnis esst ihr und trinkt ihr das, weil wir da symbolisch, wir sind ja keine Kannibalen, aber Jesus hat das auf die Spitze getrieben, um mal zu sagen, worum es rankommt. In der Wahrheit muss manchmal sehr akzentuiert, ja fast wie ein Nagel eingeschlagen werden, damit sie eine Wirkung hat. Es geht darum, dass wir mit Jesus nicht nur geistlich, sondern auch sogar durch das Mahl des Herrn, Leib und Blut Christi verbunden sind. Da sind wir ganzheitlich mit ihm verbunden und haben eine ganzheitliche Hoffnung auf die Auferstehung, auch die leibliche Auferstehung, nicht bloß eine intellektuelle hier oben. Vers 14. Paulus verwendet hier wieder ein Bild vom Tempel. Wir haben ja gerade den Text gelesen. Da geht es um die Grenzen. Hier hat er den Vorhof der Heiden im Fokus. Wir erinnern uns, es gab verschiedene Abgrenzungen. Sie waren durch einen Zaun vom Heiligen und Allerheiligsten, in dem Gott selber wohnte und anwesend war, symbolisiert durch die 10 Gebote und die Lade und die beschirmenden Cherubim-Engel, gedrängt und ausgeschlossen. Merken wir uns das, ne? Hier steht, Paulus sagt, die beiden Teile und die Zwischenwand des Zaunes, die hat er abgebrochen. Die war wirklich da. Und wir haben es vorhin gelesen, bei Todesstrafe. Wer das übertrat, bei Todesstrafe, kriegt die Todesstrafe von den Heiden. Die durften es nicht übertreten. Die Trennung von Gottes Heiligkeit macht Fried und ruhelos und tiefes Umgetriebensein aus Angst vor Sterben und Tod. Das sagt der Hebräerbrief nochmal mit eigenen Worten. Ein Blick. Hebräer 2, Vers 14 bis 15, da steht, weil wir, die Kinder und Menschen, von Fleisch und Blut sind, ist auch er, nämlich Christus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte, und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Das ist eine sehr interessante Stelle. Für heute. Welche Angst geht durch die Menschen, durch mit Corona und allem drum und dran, das ist nicht nur Corona, überhaupt die Angst vor Zukunft, vor persönlichen Einschränkungen und vor dem Tod. Und die hat Jesus weggenommen, in ihm ist die Auferstehung, deswegen ist er ganz Mensch geworden, deswegen ist er gestorben, deswegen ist er auferweckt worden. Und mit seinem Tod am Kreuz zerstörte Jesus die Trennung, und das war der erste, entscheidendste Mauerfall vor 2000 Jahren. Und der Prophet Jesaja sagt im 59. Kapitel, dass unsere Verschuldung eine Mauer gebaut haben zwischen Gott und Menschen. Und die wurde die ganze Zeit von Gott her immer demonstrativ dargelegt durch die Abzäunung und Mauer zwischen den Ungläubigen und den Juden. Und Jesus hat sie zerstört und überwunden. Da ist ja auch noch drin die Vertreibung aus dem Paradies, kommt ja auch noch dazu.
war ja dann auch praktisch eine Mauer. Die Engel mit feuernden Schwertern haben die Trennung bewerkstelligt. Ne? Und Jesus vereinigte uns wieder nach der Vertreibung aus dem Paradies mit seinem Vater in seinem Leib. Dies wurde zum Grundstein für den persönlichen Frieden mit Gott und auch für die Welt. Der Prophet Jesaja sagt, deswegen keinen Frieden haben die Gottlosen. Wer Christus nicht hat, hat keinen Frieden. Wer Christus hat, hat seinen Frieden. Und er sagt, der Frieden, den ich gebe, ist höher als unsere Vernunft und beherrscht unsere Herzen und Sinne, den ganzen Menschen. Das ist ein Geschenk. Frieden mit Gott ist ein Geschenk. Des Weiteren beinhaltet der Tempel noch ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis steht im Johannes 2, Vers 19 bis 22. Dort kommt Jesus mit den damaligen einflussreichen Leuten über den Tempel ins Gespräch. Und da sagt er Folgendes. Sie wollten von ihm immer wieder Wunderzeichen sehen. Und da sagt er, Jesus, und da steht, Johannes schreibt, Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Das war der, den Herodes gebaut hat, von 46, von 20 vor Christus bis 27, 28, 29 in die Zeit, wo Jesus wirkte, da waren genau 46 Jahre. Der hat mindestens 46 Jahre gebaut und andere sagen, er hat dann noch weiter gebaut, bis in die 60er Jahre. Aber in der Zeit waren schon 46 Jahre intensivster Bautätigkeit von dem Tempel, den Herodes aufgebaut hat. Und jetzt sagt er, ich zerstöre ihn und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Das war ein provokativer Satz. Jetzt geht's weiter. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Leib oder Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Jetzt kommen wir wieder zu den Bedeutungsschichten und Auslegungsschichten der Bibel oder der Bilder und ihrer Symbolik und was dahinter an eigentlicher Wahrheit steckt. Und der Tempel und auch die Stiftshütte sind Bilder für den eigentlichen Mittelpunkt der Erde und des Geschehens und der Heilsgeschichte, nämlich Jesus ist der Tempel, der Leib, der Tempel Gottes. Sein Leib, seine Person ist der Tempel Gottes. Und er ist die Erlösung und in ihm dürfen wir wohnen. Und der hat eine Ewigkeit. Der Äußere war nur die Symbolik für das Eigentliche. Das ist ein Geheimnis. Man kann im Vers 15, also Epheser 15, hier steht, dass Jesus einen neuen Menschen geschaffen hat und Frieden mit Gott, kann man so sagen. Die Heiden waren draußen, weil sie die Gebote nicht kannten. Und die Juden blieben bisher ausgeschlossen, weil sie die Gebote nicht halten konnten. Die Gesetze verkündeten den Tod des Sünders. Christus verkündet die Gnade und Freisprechung, indem er mittels seines Werkes und der Kraft des Heiligen Geistes einen neuen Menschen schuf. Paulus drückt das so aus in 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Da sagt Paulus, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. All das kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt hat und uns aufgetragen hat, mit dieser Versöhnung an anderen zu dienen. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die euch Gott anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist ein Kernsatz. Das ist doch wirklich ein geistliches Fundament. Das ist doch wirklich ein Halt. Und ich sage jedem, der heute auch zuguckt,
Hast du Christus in deinem Herzen, hast du ihn aufgenommen, bist du in seinem Frieden? Das ist eine neue Dimension, die er dir schenken will. Öffne dein Herz und nimm ihn auf. Alle, die durch Bekehrung und Wiedergeburt, durch die Gabe und Kraft des Heiligen Geistes den neuen Menschen geschenkt bekommen haben, sind in dieser Stellung, die Paulus hier beschrieben hat. Und der Heilige Geist will uns auch in alle Wahrheit leiten. Im Johannes 16, Vers 13 bis 15 schreibt das unter anderem der Johannes. Es gibt noch ein paar andere Stellen. Ich sehe jetzt nämlich immer nur die eine. Und da sagt er, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir, sagt Jesus. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Das ist die Brücke, die wir heute haben. Heute haben wir das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Den dürfen wir empfangen. Und wer ihn noch nicht empfangen hat, der darf darum bitten, dass er ihn ganz konkret als Person in seinem Leben erlebt und mit ihm jeden Tag neu leben darf. Das ist eine ganz neue Lebensgemeinschaft. Und der Heilige Geist tut uns auch in alle Wahrheit leiten, wenn wir nicht immer gleich alles verstehen. Das ist nicht so schlimm. Vers 16. Hier sagt Paulus, dass in seinem Leib eine ganz neue Qualität von Einheit zwischen Nichtjuden und Juden oder zwischen Heiden und Juden, zwischen allen Menschengruppen entstanden ist. Durch das Versöhnungswerk Christi wurde die zutiefst im Herzen sitzende Feindschaft gegen die Juden, die menschlichen sichtbaren Zeugen der Schöpfung und des Schöpfers und Gottes Universums und der Erde und Menschheit, diese Feindschaft wurde überwunden. Antisemitismus ist eigentlich Antijudaismus und Urrebellion gegen den Gott Israels. Gleichzeitig spricht Paulus hier ein Geheimnis an, dass nämlich Christus und die Gemeinde vergleichbar ist wie ein Bräutigam mit seiner Braut. Das ist mal sehr verkürzt ausgedrückt. Steht in Epheser 5, Vers 32. Für alle, die es mitschreiben wollen. Das ist hier, was Paulus schreibt, in einem Leib mit Gott versöhnt. Nächster Vers. Jesus wurde deshalb gesandt, um den Frieden des Reiches Gottes zu bringen, um Heiden wie Juden wieder mit seinem Vater zu versöhnen. Dies wird er bei seinem sichtbaren Wiederkommen global im tausendjährigen Friedensreich demonstrieren. Denn wir haben ja hier im Vers 17 das so, dass er Frieden den Fernen und den Nahen verkündigt. Dieser Frieden wird auch wahrhaftig aufgerichtet auf diesem Globus, den Fernen und Nahen, in seinem Friedensreich. Und Vers 18 und 19, jetzt kommt der Zugang in einem Geist. Wir merken Zugang, ja. Irgendwo steht Zugang, irgendwo steht Ausgang, ist nicht so weiter schlimm. Aber wenn wir jetzt mal den Tempel und alle im Hinterkopf haben, da gab es nicht einfach einen Zugang. Da waren viele Abschottungen und da waren viele Tore und du konntest nicht einfach so durch. Jesus hat den Zugang geschaffen. Am Kreuzigungstag zerriss nämlich der handbreitdicke Tempelvorhang von oben nach unten im Allerheiligsten. Da war ein armdicker Tempelvorhang. Und den konnte damals nur der hohe Priester einmal im Jahr betreten. Und als Jesus am Kreuz starb, wird demonstriert, steht in der Bibel, im Neuen Testament, zerriss der Tempelvorhang von oben nach unten. Das war das eindeutige Zeichen, dass Jesus den Zugang zum Vaterhaus für uns vollbracht und gegeben hat und wir jetzt das Bürgerrecht im Himmel geschenkt bekommen haben. Wir sind alle doppelte Staatsbürger, manche noch mehr. Aber wir sind alle doppelte Staatsbürger. Wir sind deutsche Staatsbürger und wir haben die Bürgerschaft des Himmels, des Reiches Gottes. Das Bürgerrecht ist eingeschrieben. Ich komme gleich an die Stelle. Im Alten Testament wird das Recht des Mitbürgers, schon im Alten Testament wurde das Recht des Mitbürgers klar geregelt. Es gab ja immer schon auch unter den Juden nichtjüdische Bewohner, alte Eingesessene in Kanaan und Neuzugewanderte und so. Die kriegten alle gleiche Rechte, wenn sie bereit waren, an den Gott Israels zu glauben und den Sabbat zu halten. Das waren so die wesentlichen äußeren Dinge und die Gebote natürlich auch. So. Und wenn die das wollten, kriegten sie gleiches Bürgerrecht, wurden sie angeschlossen. Die Jesusgläubigen aus den Heiden sind hinzugefügt zur Bewohnerschaft des neuen Jerusalems, des geistlichen Zion. Wir sind immer noch bei dem Thema, was ist
Was ist das mit der Gemeinde Jesu und dem Juden in Israel? Wie ist das Verhältnis? Jetzt haben wir hier die Zusage aus Hebräer 12, Vers 22 bis 24. Wir kommen mit großen Schritten dem heutigen Ende entgegen. Hebräer 12, 22 bis 24, da steht, ihr, also wir, sind zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind, Bürgerrecht. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allem und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind, die Wolke der Zeugen, denn ihr Geist ist bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Und im Psalm 87 wurde das schon mal prophetisch damals schon voraus angekündigt. Da steht im Vers 5 und 6, doch von Zion wird man sagen, jeder hat das Heimatrecht in dir und der Höchste befestigt die Stadt. Wenn der Herr alle Völker registriert, schreibt er, dieser hat in Zion Heimatrecht. Singen und tanzen werden sie dann sagen, Zion, in dir sind wir daheim. Das ist die prophetische Vorauskündigung, natürlich für die, die an Jesus glauben. Das ist Voraussetzung. Aber die haben das, was hier steht, Heimatrecht in Zion. Wir sind Bürger des Reiches Gottes, Bürger des neuen Jerusalem. Schon jetzt. Und es wird kommen. Wir haben den Stand der Sohnschaft Christi, der Erben aller ewigen Verheißungen, die in den Bündnissen von Gott gestiftet wurden. Jetzt kommen wir wieder zu unseren Bündnissen. Das heißt, das ewige Leben sowie die Aufgabe der Priesterschaft zur Anbetung und Lobpreis, Lobpreishaus, sowie das Königtum zur Herrschaft mit Christus im Himmel wie auf der Erde. Matthäus, Vatergebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Und so weiter und so fort. 1. Korinther 6, Vers 2 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wir sind Priester und Könige. Wir werden die Welt richten. Weil wir die Könige sind, im Namen Jesu werden wir das tun. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 6 steht, Offenbarung, Apokalypse hatte ich gemeint, also Offenbarung 1, Vers 6, ihm, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Und im 5. Kapitel, Offenbarung 5, Vers 10, immer zu mitschreiben oder wiederholen, zu Hause anzuhören. Und sie, nämlich die Gemeinde, sind zu Mitherrschern und Priestern für ihn, für Jesus gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Offenbarung 5, Vers 10, also eindeutig. Letzter Vers 20 und 21. Wieder benutzt Paulus Bilder aus dem Alten Testament vom Tempel in Jerusalem, der auf dem Hügel Moria, Isaaks Opferung durch Abraham, von Salomo errichtet worden und vorher von David, dem Jebusiter, Ornan oder Arauna, für 50 bzw. 600 Lot Silber abgekauft worden war. Wir sind hier beim Gebäude und Heiligtum der Wohnstätte Gottes. Der Eckstein war der unbehauene Fels des Hügels gewesen, der als Ausrichtungs- und Grundlagenstein für das Gebäude verwendet worden war. Daher kommt der Ausdruck, Jesus Christus ist der Eckstein. Ich wiederhole. Dieser nackte Felsen hatte einen unbehauenen Felsen herausgehobenen und der wurde damals bei Salomo als Eck- und Grundstein für das Tempelfundament benutzt. Wurden dann natürlich noch andere Fundamentsteine dann in alle Richtungen mit angesetzt. Aber der Ausgangsorientierungsstein war dieser unbehauene Felsen auf dem Berg Moria, wo ja heute der Felsen umsteht und damals der Tempel stand. Deswegen sagt Jesus in Matthäus nämlich Folgendes, das ist nämlich sehr wichtig, Matthäus 16, Vers 16 bis 19. Jesus fragt Petrus und die Jünger, wer ich bin? Petrus, du bist der Messias, erwidert Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm,
Glücklich bist du, selig bist du, Simon ben Jona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, nicht Fleisch und Blut. Von meinen Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus oder Kephas und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, das der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dieser Eckstein ist Jesus. Er ist, auf den die Gemeinde gebaut wird. Wie meint es aber hier Jesus in Bezug auf Petrus? Ganz einfach. Neben diesen Ecksteinen wurden die anderen Fundamentsteine angebaut. Und das ist die erste Generation der Apostel und Propheten. Und der nächste Eckstein, der neben dem Eckstein Jesu, der erste, war Petrus. Der ist sozusagen der Prototyp neben Christus, dem Eckstein. Alle folgenden Christen sind die lebendigen Steine oder die Bretter. Wir haben ja hier sogar miteinander verbunden. Letzter Vers. Erinnert euch an die Stiftshütte? Das Gebäude, das wandernde Stiftshüttengebäude, war aus Brettern, die auf Silberfundamenten standen, aber die berührten sich alle. Die waren miteinander verbunden. Und der steinerne Tempel waren die Steine erst recht miteinander verbunden. Und Petrus nimmt dieses Bild für die Gemeinde aus Menschen, die wir sind, 1. Petrus 2, Vers 5, und sagt deswegen, mal weg, 1. Petrus 2, Vers 5, ihr seid, 1. Petrus 2, Vers 5, und lasst euch selbst, also wir, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Und das ist wieder der Gebetsdienst aus Geist und Wahrheit, wie Jesus zu der Frau sagt. Gott will im Geist und in der Wahrheit, Gott muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden, sagt er sogar. Versteht ihr, wie das Neue Testament jetzt diese ganzen Gottesdienstbilder aus Stiftshütte und Tempel übersetzt auf den eigentlichen Tempel, auf das eigentliche Gebäude, was Christus und wir als Gemeinde sind. Damit kann man das gut übertragen. Das Gesamtgemeindegebäude, universal, ist aus allen Völkern zu allen Zeiten des Gemeindezeitalters zu verstehen. Dabei ist gesamtbiblisch zu beachten, dass nur die Ortsgemeinde sichtbar ist, die Universalgemeinde aber unsichtbar und nicht zu zählen. Das sagt Johannes und die Offenbarung ganz deutlich. In Johannes 14, Vers 1 bis 3 sagt Jesus, ich gehe hin, um euch die Wohnung zu bereiten. Im Himmel. Und wir sind alle dazu berechtigt, diese Wohnung dann zu beziehen. Und in der Offenbarung 7, Vers 9, jetzt sind wir praktisch gleich am Ende von heute, steht, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet, vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist die Universalgemeinde. Wenn sie in der Offenbarung niemand zählen kann, dann können wir sie auch auf der Erde nicht in irgendeiner Kartei registrieren und sollten deswegen das lassen. Die Universalgemeinde ist unsichtbar, aber die Ortsgemeinde ist sichtbar. Und Kapitel 21, Vers 14 und 21, Offenbarung 21, Vers 14, steht, die Stadtmauer war auf 12 Grundsteinen errichtet, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, nämlich die Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier beziehen wir das auf das himmlische Jerusalem. Hat aber eine Stadtmauer und 12 Grundsteine, das sind die Apostel. Das ist wieder praktisch die Parallele zu dem, was wir vorhin hatten, dass die Apostel also die Grundmauern sind, ne? Die Grundsteine, aber Jesus ist der Eckstein, nicht zu verwechseln. Und Vers 21, Vers 21, die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen, jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt, die Hauptstraße war aus reinem Gold, durchsichtig wie Kristallglas. Bloß mal diese zwei Verse aus dem Neuen Jerusalem, die was auch mit uns Christen zu tun haben. Denn es steht da, wir werden zu einer Säule
eingebaut in den himmlischen Tempel. Aber der himmlische Tempel, den gibt es nicht mehr. Warum? Weil Jesus der Tempel ist. Sein Leib ist der Tempel. Das sagt die Offenbarung. Damit sind wir eigentlich erstmal beim Doppelpunkt von heute, vom Thema. Ich habe noch 7 Minuten gut, aber ist okay. Ich will niemanden strapazieren. Es ging heute darum, mal von diesem Blickwinkel, dass Gottesdienst ein Prädikat, ein Attribut ist, den zunächst Israel geschenkt bekommen hat, Gott so anbeten zu dürfen, wie Stiftshütte und Tempel das dargestellt haben und Gott das befohlen hatte, dass das so gemacht wird. Und aber nur ein Bild ist letztlich für das Eigentliche, dass die Gemeinde Jesu Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten soll. Und mit unserem Leben natürlich auch. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, das Lobopfer unserer Lippen soll Gott preisen und mit unseren Händen sollen wir Gutes tun. Damit ist das Pendant hergestellt. Und das ist unser Auftrag heute, jetzt. Und jeder sollte den Geist Gottes fragen und das Wort Gottes, was heißt das jetzt für mich ab kommender Woche oder morgen, ab Sonnabend, wohin, wie soll ich das machen, wie soll ich das umsetzen? Da hat Gott eine große Kreativität und jeder kann es mit seinen Gaben machen und mit Ideen und wie es kommt. Also Gott führt das auch herbei, ganz ohne Krampf. Ja, aber wachsam und bereit. Gut. Amen. Ja, ich würde noch beten. Herr Jesus, du bist der König, der Priester, du bist der gute Hirte, du bist das leise Säuseln, was durch den Geist jeden Einzelnen im Herzen redet. Du schenkst uns Aha-Augenblicke, du redest durch Menschen, du legst uns manchmal was vor die Füße, wo wir sagen, aha, das muss ich, das ist jetzt dran, das ist meine Aufgabe. Du machst das auf verschiedene Weise. Du baust deinen Tempel und du hast die Grundlagen selber geschaffen. Wir konnten und mussten nicht was uns selber erarbeiten, das ging nicht. Keiner kann das bezahlen, das, was du uns schenkst. Du hast es mit deinem Blut bezahlt. Ich danke dir, Herr, dass du dieser wunderbare Erlöser bist und dass du auch der König bist, dass du jeden Einzelnen liebst, dass du eine ganz große Sehnsucht hast, deine Arme so weit ausbreitest, wie dieses erste große Tor in der Stiftshütte so breit und groß war, um einzuladen und keiner ist ausgeschlossen, ob Ausländer oder andere Religionen oder draußen oder drinnen, wie es der Paulus auch sagte, wir dürfen in deinem Namen zu dir kommen und ich danke dir dafür, dass dein Wort die Frucht schenken möge, dass dein Wort wie ein Same ist und eine große Frucht schenken möge und bringen möge in den Herzen aller, die das jetzt gesehen und gehört haben und vielleicht auch anderen weitergeben. Du hast uns jedenfalls alle Voraussetzungen gegeben und geschenkt. In dir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, Papa, für deine Botschaft. Ich denke, für viele war da einiges dabei, gerade eben dieses Tempelbild zu sehen, dass es nicht nur irgendwie so ein altes Gebäude war oder ist, sondern dass es wirklich ein geistliches Bild ist für unser Leben und wie wir Gott begegnen können. Ich wünsche euch, dass ihr dem wirklich noch ein Stück nachgehen könnt. Ihr könnt, soweit ich das weiß, sogar das Skript von uns bekommen, wenn es nicht schon angehangen ist bei dem Livestream. Druckt euch das aus oder lest euch das durch, guckt nochmal manche Stellen an. Das war jetzt gerade gegen Ende mächtig, gewaltig, will ich mal sagen. Aber es ist auch so mächtig und gewaltig. Daher bin ich da immer wieder begeistert. Ich wünsche uns, dass wir das aufnehmen und wahrnehmen. Und ja, ihr könnt das ja auch nochmal nachgucken, Stück für Stück, wenn man manche Fragen noch hat oder nochmal was wiederholt anschauen will. Ansonsten dürft ihr gerne, das will ich hier nochmal so sagen, auch an uns in eine Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wir leiten das gerne an den Christfried weiter, dass er euch vielleicht noch was explizit beantworten kann. Sicherlich ist sogar ein Telefonat oder wie auch immer man sich da kontaktieren kann, möglich.
um Fragen zu beantworten. Ich will euch Mut machen, das zu tun, wenn ihr das habt. Und ansonsten, ich denke, haben wir alles. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei Nathanael und Johannes, die das so grandios vorbereitet und jetzt auch begleitet haben. Ich denke, für euch alle zu Hause war es richtig cool, so mit den Bildern. Zumindest das, was wir hier auch gesehen haben, war das richtig schön. Vielen Dank. Ich vermute mal, wir werden das wieder machen. Gebt auch gerne dazu ein Feedback. Fandet ihr das zu kurz? Fandet ihr das zu lang? Was fandet ihr besonders gut und was fandet ihr besonders gut? Kritiken nehmen wir nicht an. Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Und ansonsten wünsche ich mir ein schönes Wochenende und das nächste Mal könnt ihr uns erleben zu dem Dienstagabend. Das wisst ihr ja schon. Und einen weiteren Seminartermin geben wir wieder bekannt, denn es ist ja dann erstmal Weihnachten. Ich vermute mal, es geht dann Neujahr erst wieder los. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Nein, niemand sagt was. Es ist ja auch fast keiner hier. Also euch allen eine gute Heimreise, wollte ich sagen. Nee, das gilt nur für den Papa. Und ein schönes Wochenende. Tschüssi.